Ja, und da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, Leclerc hat mit seinen Reifen mehr zu tun als wir. Da müssen wir mal gucken. Allerdings sind es auch nur noch 3 Runden. Also viel Zeit haben wir auch nicht. Die Frage ist, wie sind die Reifen? In was für ein Zustand? Hier musste ich ganz schön gegensteuern gerade. Aber ich glaube, wir kommen deutlich näher an Leclerc. 2,5 Sekunden nur noch. Ich glaube, seine Reifen sind runter und Vettel kämpft mit uns um den Sieg. Ja, und der wartet, der ist nicht dumm. Der weiß natürlich um allen. Reber ist sogar dabei. 3 Sekunden. Tja, es ist ein Krimi. Weiter Konzentration. 2 Runden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, verbrennen, Junge. Da war eine unsichtbare Mauer auf jeden Fall. Nee, es hilft mir nichts. Ich muss das hier vorher runterschalten. So, perfekt. Und da ist Leclerc. Wir sehen ihn schon. Eine psychologische Wirkung, die man nicht unterschätzen sollte. Allerdings hilft es auch nichts, wenn man nicht rankommt. Ich glaube, er fährt in etwa die Zeiten wie wir. Kann das sein, dass der mit uns nur spielt? Ja, es wäre ein bisschen schade. Ja, da wir gewinnen zu wenig Zeit. Na gut. Ja, das kannst du vergessen. Das ist natürlich doof. Hiermit leben wir ja noch. Und DRS. Vorletzte Runde. Max fährt am schnellsten. Verstappen hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,6 Sekunden. Okay. Mich würde mal gerne interessieren, wo Bottas ist. Ah, Vettel. Will's wissen. Aber hier hast du exakt den gleichen Rückstand wie immer, ne? Also wir kommen, Leclerc wird das Rennen gewinnen. Das können wir jetzt schon sagen. Du kannst es vergessen, ich komme hier nicht rum. Zumindest nicht ordentlich. Es tut mir leid, liebe Leute, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Okay. Oh, Verstappen.
Ja, wir kommen an Bottas nicht ran. Keine Chance. Da können wir machen, was wir wollen. No way! Das Schöne ist, wir sind ein bisschen vom Verstappen weg. Oh, ein bisschen erhöht. 2,4. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Tja, Leclerc. Man muss mal ehrlich sein, eigentlich derjenige, der das Rennen von viel zerstört hat, gewinnt am Ende auch noch. Oh, die schnellste Runde haben wir uns geholt, hätte ich nicht gedacht. Man muss ja sagen, er hat vielen Leuten das Rennen zerstört. Ja, schade, wäre unser Sieg gewesen. Haben wir so gut gemanagt. Muss ich wirklich sagen. Ja, no way. Na, verbremst. Naja, ich versuch's bis zum letzten Moment, aber es ist unmöglich. Das ist Mission Impossible. Schade eigentlich. Schade, dass jemand, der Chaos in Rennen verursacht, auch noch belohnt wird. Das muss ich wirklich sagen. So war er es doch, der es zu verantworten hat, was da passiert ist. Es tut mir leid. Alter, du darfst nicht auf diesen dämlichen Körb fahren. Ja, man muss sagen, 2 Runden hätte ich gebraucht. Oh, es nützt immer nicht. 2 Runden, 3 Runden. Shit, egal, es hat nicht gereicht. Spielt keine Rolle, wie viele Runden. Unterm Strich wird man sagen, es hat nicht gereicht. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Nichts Neues. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Zweiter Platz. Ja, die große Enttäuschung. Muss ich wirklich sagen, 1:49.0, schnellste Runde. Vielleicht schaffen wir die nochmal zu schlagen. Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Ich glaube nicht. Doch, haben wir nochmal. Zweiter Platz. Nein. Okay, großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Seine Fähigkeit, der Rennstrategie auf den Punkt genau zu folgen, muss man loben. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Der Führende der Meisterschaft behält seine Position, aber der Abstand ist kleiner geworden. Nun,
Das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, und so sieht's aus. Also nichts Wildes. Die Rangliste, ja, in Hamilton immer 7 Punkte mehr dran sein können. Na gut, Leclerc hat ordentlich aufgeholt. Wir müssen mal gucken. Bottas verliert einen Platz, Leclerc gewinnt. Vettel ist und bleibt abgeschlagen. Das wird sehr interessant werden. Sehr, sehr interessant werden. Und ja, wir müssen mal gucken. Also Hamilton, das ist ein spannender Kampf. Wir kommen an Red Bull. Ich weiß nicht, ob wir näher gekommen sind, aber wir sind immer noch in Schlagdistanz. Die müssen aufpassen. Und wie gesagt, in der Meisterschaft 7 Punkte näher dran wäre cool gewesen. Ist nicht so. Wir schauen uns die Highlights an. Ja, nicht die Highlights, sondern die Highlights. Der Start, der episch schlechte Start. Ich glaube, so schlecht bin ich lang nicht mehr gestartet. Und ich habe noch gedacht vorher, die kürzeste Gerade, da kann nicht viel passieren. Ich glaube, noch eine kürzere als hier gibt es nicht. Ungarn ist in etwa vergleichbar kurz und Hamilton zieht uns hier ab. Unglaublich einfach. Ja, und dann die beiden Ferrari. Jetzt kommt der Leclerc-Fehler. Und warum dreht die Kamera? Warum dreht sie? Man weiß es nicht. Ja, und dann kam das Safety Car. Wir sind hier noch auf Rot und hier wird schon geraced. Also die greifen an und gehen hier zu zweit an uns vorbei. Ja, und Hamilton vorne. Super Schnitt. Aber wie gesagt, das ist noch eine Übung, die Software. Geben wir denen nochmal 2-3 Jahre Zeit. Bei FIFA hat es auch gedauert damals. Ja, und dann im Windschatten und Vettel greift uns an. Und Hamilton und Vettel und oh, es ist hier eng, aber wir haben es geschafft. Und hier ein mega Slide abgefangen, unglaublich. Und hier macht schon Mad Max, Druck. Ja, also wie gesagt, da waren wir ein bisschen in Defensive. Jetzt fährt Hamilton in die Box und Vettel bleibt draußen, darum bleiben wir draußen. Das war goldrichtig, aber sowas von goldrichtig. Ja, Hamilton biegt ein und wir bleiben draußen, sind im DRS-Fenster. Hier haben wir ordentlich auf Vettel aufgeholt, der natürlich ein bisschen behindert war durch Hamilton, ganz klar. Boah, auch ein schönes Bild. Ja, und da ist Hamilton, wir haben schon die gelben Reifen und sehen, was hier für ein Tohuwabohu ist. Wir konnten uns dann auch noch absetzen. Ja, und hinten Leclerc, der... Ja, Überraschungssieger, wenn man so ehrlich ist, aber nun ja, es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Ja, und da haben wir es. 1 oder 2 Runden, aber es ist immer dasselbe. Es hilft nichts. 1 oder 2 Runden ist einfach 1 oder 2 Runden. Die schnellste Runde haben wir ganz knapp gefahren. Vettel hat da nochmal nachgelegt. Gott sei Dank haben wir uns verbessert, denn die 1,49 hätte nicht gereicht. Also den Bonuspunkt haben wir uns zumindest auch nochmal geholt. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit der Musik. Und da holen wir uns mal unsere Punkte ab. Oh, Interview. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Nee, wir hätten gewinnen müssen. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Alles schlecht. Ihr ehemaliger Formel 2-Rivale ist nun Ihr Teamkamerad in der Formel 1. Wie fühlt sich das für Sie an? Das wurde schon mal. Ja. Tja. Trotzdem danke. Ja, stell bessere Fragen. Was für ein Blödsinn. 3-mal die gleichen Fragen. Was soll ich da sagen? Ja, also wie gesagt, hätte besser laufen können. Schade. Ein paar Punkte verschenkt. 7. Das ist eine Menge. Ja, das haben wir gewonnen. Das ist okay. Da machen wir noch Forschung und Entwicklung, auch ganz wichtig. Wie viele Punkte haben wir? Boah, 1600, das läuft. Und wir sind überall gern gesehen. Fantastischer Platz auf dem Podium, gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Sieht aus, als hätte Lucas auch einen historischen Event in seinem Kalender. Wenn du es mit ihm aufnimmst, berichtet man vielleicht über dich. Und die Leute reden mehr über dich.
Ja, ja, das machen wir das nächste Mal. Da habe ich jetzt keine Zeit zu. Brauchen wir einen neuen Rivalen? Nö. Brauchen wir nicht. Okay. Forschung und Entwicklung. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Ja, und wenn ich wäre, würde ich anders investieren. Bremslüfter können den Luftwiderstand verringern, während derselbe Menge Luft... Mhm. Finde ich jetzt nicht so ungeil, denn dann sind wir auch vor Mercedes. Wir nehmen mal das auf jeden Fall mit. 8%, das ist ja ziemlich sicher und ist bis Italien sogar schon. Wir müssen mal gucken, was könnten wir denn hier noch machen? Entwicklung, 1000. Okay. Okay, aber das wäre auch ein riesiger Sprung. Die Position des Tanks kann an ein zentralbereiches Auto verlagert werden, würde ich hier am Fluss Kraftstoff. Aha. Dürften wir. Hier wäre Reifenverschleiß, ne? Ist ja auch nicht unwichtig. Nach dem Ackermann-Prinzip. Dürfen wir das machen? Groß 15% Singapur. Wird gemacht. Reifen ist immer super. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, den Rest machen wir dann nächstes Mal. Wir machen eine Time-Attack-Herausforderung, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Euer Zellron. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao mit V oder tschö mit Ö. Sucht's euch aus. Ich bin da sehr flexibel und offen. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, das war ja Philipp und Mandy irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr. Naja, es passt schon. Und ja, so.